Show miteinander und herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen ganz einen schönen Abend. Wer Bier sucht, ist bei Coop im rechten Laden. Wie redest denn du? Der Kurt Felix schaut die Sendung immer. Weißt du, und er hat gesagt, er will mal eine Kritik machen darüber. Es ist eben seine Lieblingssendung. Nicht? Und darum möchte ich, dass er sich ein bisschen zu Hause fühlt. Okay. Schau mal, Kurt. Auf über 1000 Produkte hat es mittlerweile die Knospen von Bioswiss zusammen mit dem Coop Natura Plan Label. Von Anfang an hervorragend vertreten in der Biosektion sind sie Molkereiprodukte. Du lachst jetzt, aber da ist es so. Joghurt, Milch, Rahm, Käse und vor allem Quark. Da kann ich nicht mithalten. Ich fahre aber auch mit unserem Dessert ein Rhabarberköpfchen mit Äpfeln. Und das sind meine Zutaten. Natürlich brauche ich heute einen Quark, 3/4 Fett von Bio Natura Plan. Und jetzt fangen wir mit der Dekoration. Da mache ich so eine Blätterteigstange. Und dann habe ich den ganzen Blätterteig schön ausgewallen, dann mit Zucker bestreut und anschließend die Streifen geschnitten. Die Streifen verdrehen jetzt schön. Sie nutzen die Streifen drüllen. Drüllenkurt, ne? Und vor dem Backen tue ich jetzt hier noch in den Kühlschrank rein, damit sie schön fest werden und dadurch die Form besser erhalten werden beim Backen. Darf ich die erste gerade geben? Klar, mache ich gerne. Und das Rhabarber muss ich schon im Kühlschrank, das könnt ihr sonst noch mitnehmen. Ich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Die Grundlage für unser Rhabarberköpfchen ist der Quark, der 3/4 Fett. Dort habe ich noch den Zucker reingegeben und den kann ich jetzt hier gerade miteinander ein bisschen vermischen. Weiters kommt jetzt noch rein ein Rhabarberpüree. Dein Quark rein? Ja, muss noch zuerst ein bisschen verrühren. Jetzt kannst du es noch herstellen. Dankeschön. Dann habe ich Rhabarber aufgekocht mit Zitronensaft und mit dem Grenadinsirup. Dann püriert und anschliessend dann gerade in das heisse Püree Gelatine rein. Jetzt kann ich es miteinander verrühren. Da kommt alles in Quark, dann, gell? So ist es. Das hat bereits ein bisschen angezogen und darum muss man es etwas verrühren. Jetzt kannst du es gerne hier in die Quark geben. Mache ich gern. Voll in Quark rein. So ist es. Schön gleichmäßig verrühren. Und das ist eigentlich schon bereits alles, was es braucht für unser Quarkköpfchen mit Rhabarber. Dankeschön. Wunderbar. Und jetzt füllen wir es abfüllen, so in die Tassen rein. Das ist ganz kalt. Ja, die habe ich kalt ausgespült, damit sie anschließend besser aus der Form kommen. Ja, wenn man etwas drüber hast, geht es etwas besser. Ich breche mich nicht so. Ja, dankeschön. Ist halt, so, das ist cool. Prima. Kritik, gell? Wunderbar, das ist gut so. Okay. Und anschließend stelle ich sie mindestens so eine Stunde in den Kühlschrank herstellen, damit sie schön fest werden. Und dann können wir sie dann stürzen. Sonst machen wir sie noch fertig. Danke vielmals. Kann ich reinspielen? Gerne. Okay. Schau mal, Kurt, jetzt kreist er wieder rund um die Schweiz der Planet Bioswiss. Der von Coop unterstützten und sehr beliebten Projekt macht auch dieses Jahr wieder auf verschiedensten Bauernhöfen Halt. 5 Wohnwagen sind zweckentfremdet und zu bunten Ausstellungs- und Arbeitsstationen umfunktioniert worden. Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren erleben dort aktiv, wie spannend Biolandwirtschaft kann sein. Bio erntet, was Bio sät. Getreide und Gemüse. Aber nicht nur. Zusammen arbeiten, lernen, entdecken und sogar kochen kann man hier. Wir haben eine Schulklasse einen Tag lang begleitet. Rund 90 Klassen können der Planet Bioswiss jeweils einen Tag lang entdecken. Im Moment ist die Ausstellung in der Umgebung von Basel. Nachher geht es dann weiter durch die ganze deutsche Schweiz und dann ins Welschland. Informieren und anmelden kann man sich im Internet. Es hat noch freie Plätze. Und wir sind wieder zurück in der Küche. Und jetzt habe ich die 4 aus dem Kühlschrank genommen. Beim einen habe ich schon schön den Rand gelöst. Jetzt kann ich es noch schön rausklopfen und schauen, ob das rauskommt. Ja, hervorragend. So gefällt es dir. He? Jetzt hier die Äpfeli, die habe ich Viertel Achtel geschnitten, ein bisschen mit Zucker noch mariniert. Und jetzt kommt ein Schluck Prosecco dran. Prosecco, das ist schön. Jetzt gefällt mir das Rezept auch. Zum Wohl, Kurt. Hey, da ist Dessert. Aha. Dankeschön. Es gibt ein wunderbar spritziges Aroma und ist ganz lecker dazu. Tun wir hier die Erdbeere ringsum. Erdbeere? Erdbeere, richtig schön. Ja. Erdbeere. So. Dann noch unsere Knusperstangen dazu. Und das Rezept gibt es wie immer nachzulesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Zu ihrem 5-jährigen Jubiläum macht Coop Superkarten Aktion mit Herz. Jetzt haben die noch Herz falsch geschrieben. 5-fache Superpunkte beim Mieten von einem PW oder Nutzfahrzeug von Herz und das bis Ende Juni.
es gibt auch einen Wettbewerb. Und man kann 5 Cabriolet Peugeot 307 gewinnen. Für ein Wochenende oder 3 Tage unter der Woche. Im Juli bis Ende September. Das wäre es. Ganz schönen Abend. Wir wünschen Ihnen gute Pfingsten. Und tschüss, Kurt. Ein Gruß der Paula, gell? Der freut. Auf jeden Fall. Das ist gut. Ja.